Hey, 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 I'm going up straight to the top, walking out with my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new... Ich bin ja recht jung Mutter geworden und wollte das alles sehr gut machen. Also tatsächlich habe ich mir fest vorgenommen, erstens alles anders zu machen als meine Eltern, wie auch sonst. Aber zweitens wollte ich das auch alles richtig gut machen und hatte da auch gewisse Vorstellungen und auch Ansprüche. Und ich bin ja immerhin Psychologin und so. Also kein Buch, das ich nicht gelesen hätte und keinen Stress, den ich mir nicht gemacht hätte. Ich habe also mit Biogemüse selber Dampf gegart, die Breichen zubereitet, ohne Salz, ohne Zucker, ohne Fett, bla bla bla. Ich wollte wirklich alles sehr, sehr, sehr gut machen. Die Ernährung meiner Kinder, die Kleidung meiner Kinder, das Umfeld meiner Kinder, die Förderung meiner Kinder. Ich wollte aber auch alles ganz liebevoll machen. Und das Ende vom Lied war, dass ich mich eines Nachts tatsächlich, das war die Nacht vor dem Geburtstag meines ältesten Sohnes, heulend in der Küche wiedergefunden habe, weil ich dachte, und das war wirklich mein Anspruch, ich muss jetzt nachts für den Geburtstag am nächsten Tag noch eine vollwertige, natürlich und nicht süße Bio-Möhrchentorte backen. Nachts, weil tagsüber war ich so beschäftigt gewesen mit allem anderen. Und ich habe geheult und ich konnte nicht mehr. Und ich habe gemerkt, warum ist das alles so anstrengend? Warum ist das alles so weit entfernt von Spaß und Leichtigkeit und Freiheit? Und ehrlich gesagt, ich wollte unbedingt Kinder. Ne? Also alle meine Kinder sind mega Wunschkinder. Ich habe die früh bekommen, aber aus vollstem Herzen. Ich wollte Kinder, weil ich Kinder wundervoll finde und über alles liebe. Also Kinder eh, aber meine besonders. Und dann habe ich gedacht, warum ist das aber alles so anstrengend? Warum ist das alles so furchtbar und so gar nicht schön? Warum bin ich für meine Kinder eine gereizte und angespannte Mutter? Und warum finde ich mich, obwohl ich mir so viel Mühe gebe, trotzdem mich selber auch noch immer scheiße? Denn das war so. Und ich bin am nächsten Morgen, ich habe in der Nacht keine Möhrchentorte mehr gebacken, sondern ich bin am nächsten Tag losgegangen und habe wirklich aus totaler Verzweiflung heraus eine Thoreau-Torte gekauft. Kennt ihr Thoreau-Torten? Das sind von Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen ist da drauf und das sind kleine Tiefkühltorten, wahrscheinlich 1000% Zucker und der andere um 50% Farbstoff. Egal, ich habe diese Thoreau-Torte gekauft und habe die auf den Geburtstagstisch gestellt und habe innerlich gedacht, du bist die letzte Mutter der Welt, du bist scheiße, du kriegst gar nichts geregelt, alle anderen können das, du kannst das nicht, guck dich an, jetzt hat dein Kind hier eine Thoreau-Torte stehen. Und mein Sohn kommt in das Geburtstagszimmer, wir haben das immer schön dekoriert, so mit Ballons und Kerzen und Blumen und Geschenken und die Torte. Und mein Sohn kommt rein, stürzt auf den Tisch zu und sagt, Mama, eine Thoreau-Torte. Und er war überglücklich über diese Torte. Und in dem Moment ist bei mir so vieles passiert, deshalb ist das für mich immer noch mein Thoreau-Torten-Moment, weil ich in dem Moment und auch im Nachhinein so vieles daran verstanden habe. Also erstens, Perfektionismus ist der Anspruch, den ich an mich hatte, den hatte niemand anders an mich. Zweitens, für wen habe ich das eigentlich nochmal gemacht? Ich dachte ja, ich mache das, um eine gute Mutter zu sein, aber in Wirklichkeit habe ich das gemacht, damit ich mich gut fühlen kann. Und es war überhaupt nicht das Bedürfnis meines Sohnes, Bio-Möhrchentorten zu essen. Der hat sich mega gefreut, auch mal eine Thoreau-Torte essen zu dürfen, zu können. Für den war das Highlight an dem ganzen Geburtstag, die Thoreau-Torte, sodass ich mir irgendwie dachte, du bist echt eine blöde Kuh. Du bist eine blöde Kuh. Warum machst du es allen und vor allen Dingen dir so verdammt schwer? Und obwohl ich es, wie gesagt, mir so verdammt schwer gemacht habe und so verdammt gut alles machen wollte, habe ich mich so verdammt schlecht dabei gefühlt. Aber nach meinem Thoreau-Torten-Moment habe ich das gedreht. Und da komme ich zurück zu dem Bogen mit der Verbindung mit der Natur. Ich habe mir ernsthaft überlegt, jetzt warte mal, Franka, jetzt denk mal nach, wie hat sich denn die Natur gedacht, dass Kinder großgezogen werden? Was hat die Natur sich gedacht? Die Natur hat sich gedacht, so, du kriegst jetzt ein Kind, das trägst du am besten und es wird sich auch an deinem Fell festhalten, soweit es kann. Kinder sind Traglinge und Säuglinge. So viel habe ich verstanden, das legt einem die Natur ja auch nahe. Ansonsten sollte man sie möglichst nicht auf den Kopf fallen lassen, den gröbsten Dreck abkratzen, warm halten, vor Tieren schützen. Okay, höppe, höppe. Das ist, was die Natur von mir verlangt.
Das ist, was eine Steinzeitmutter gemacht hat. Und hey, immerhin haben Menschen so überlebt, ne? Jahrtausende lang. Das ist, was eigentlich hier gefragt ist. Und nicht, ich bin die super Bio-Mutter, ich bin die super Erziehungsmutter, ich bin die super ausgeglichene, aber auch super erfahrene, super, super Mutter in allem Supermutter, die ihre Kinder toll kleidet, die immer ein Geburtstagsgeschenk für alle anderen Geburtstagskinder im Kindergarten parat hat. Ich bin die, die die Bio-Mörchentorte mitgibt und auch auf Gluten und alles achtet. Ja, nee, das hat die Natur sich nicht gedacht, das haben sich irgendwelche Social-Media-Kanäle ausgedacht. Oder ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Diese Art von Tausendprozentigkeit, das schafft keiner. Und wenn du deine Selbstliebe daran knüpfst, dass du das erfüllst, bist du auf verlorenem Posten. Wenn du denkst, selbst lieb haben darfst du dich, wenn alles gut ist, perfekt, erledigt, dein Haushalt läuft, dein Auto ist gewaschen, du machst deine Arbeit super und gleichzeitig bist du noch eine tolle Partnerin, eine geduldige Mutter. Also wenn du von dir Superkeit erwartest und deine Liebe daran knüpfst, dann vergiss das. Und deshalb mein Appell an dieser Stelle, vergesst Perfektion. Ich habe mich nach meinem Tyrö-Torten-Moment, jedes Mal, wenn ich mich wieder in so Gedanken beschäftigt habe, habe ich mich daran erinnert, so stopp, vergleich dich doch nicht mit der super, super, super Mutter, die du vielleicht nie in diesem Leben sein wirst. Vergleich dich doch mit der Steinzeitmutter. Und hey, im Vergleich zu der mache ich es ziemlich gut.